Willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario Maker Online mit euren Leveln und wir fangen heute mal an mit dem Level von Wilco und er hat das Level gebaut. Welcome to the Dream World Subcon und genau, das soll an Super Mario Bros. 2 erinnern und ja, wir gehen auch in diese Welt zurück und schauen uns das Ganze an und ja, wir begeben uns auch in die Unterwelt und irgendwas ist dort anders. Genau. Und ja, Super Mario Bros. 2 muss ich irgendwann mal spielen. Aber aktuell steht das noch nicht auf meinem Zeitplan. Aber es ist irgendwann geplant in der Zukunft. Jawohl. Und ich habe das Gefühl, hier ist irgendwo ein Amiibo-Pilz versteckt. Aber ich werde jetzt hier nicht jeden Block andatschen, um eine potenzielle Amiibo zu bekommen. Oder soll ich es doch machen? Soll ich es doch machen? Ja, hier ist zumindest ein Pilz, ein Wonderpilz, aber den brauche ich nicht. Eine Amiibo wäre ganz gut, aber ja, andererseits gehe ich mal stark davon aus, dass wir gleich einen Amiibo-Pilz bekommen, wenn wir tatsächlich in den Untergrund gehen. Genau. Und irgendwas ist anders. Wahrscheinlich ist hier alles verwüstet, oder? Und, ah nee. Ach so, jetzt ist hier wahrscheinlich irgendwo ein Block aufgetaucht. Und irgendwo ist hier ein Schlüssel, ne? Ja, ganz bestimmt. Oder, oh, vielleicht will er auch so ein Mirror-Level bauen. Ja, das kann gut sein. Und ja, da oben wurde ich gespoilert. Warum? Warum spoilert da jemand? Na gut, ich bin andererseits auch dankbar, weil sonst wäre ich hier wahrscheinlich wieder die ganze Zeit herumgesprungen. Aber das ist blöd, wenn die Kommentare spoilern. Ich hoffe, die sind jetzt halt nicht mehr da, die Spoiler. Aber schauen wir mal. Und ja, ich denke mal, das ist einfach nur ein Rätsel-Level, beziehungsweise, ja, Rätsel-Level. Ein Merk-Level, genau. Ja, das ist meiner Meinung nach jetzt nicht das Geilste, aber ja, nee, also das ist nicht ein Level für mich. Ich meine, ich könnte mir natürlich trotzdem jetzt halt, weiß ich nicht, einen Screenshot machen oder irgendwie so, aber ich weiß nicht, ich will jetzt da nicht die ganze Zeit rumspringen. Die Idee ist zwar cool und auch die Geschichte, aber ansonsten macht mich das Level jetzt nicht an und ich gehe mal davon aus, dass das auch so weitergeht. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich das Level hier abbreche, aber nee, das, ja, das geht auch so weiter, zumindest wenn es so, ja, das sieht man ja auf dem Thumbnail, dass das so weitergeht und ich weiß nicht. Ich denke mal, auch der das gelöst hat, die sind alle in den Baumeister-Modus gegangen und haben das eben über da gelöst, ne? Genau, Abschlussquote 40%, ja, also kann gut sein. Und ja, ich mach das jetzt nicht. Dafür nutze ich doch lieber die Zeit für was anderes. Zum Beispiel für dieses Level hier von Flexdi. Und er hat das Level gebaut. Welcome to Montauban Amiral Gabe. Und ich habe mal nachgeschaut und Amiral Gabe ist wohl eine französische Mario Maker Spielerin. Und sie ist von Paris umgezogen nach Montauban. Okay, Montauban sagt mir jetzt halt eigentlich nichts, aber das ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Wir sind auf jeden Fall hier in Frankreich und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass hier vielleicht das ein oder andere von Montauban oder, ja, Montauban, genau, hier integriert wurde. Genauso wie es bei diesem Griechenland-Level von ihm war, ne? Genau, falls sich noch jemand daran erinnert, aber das war ja erst so Part 108, 109, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber irgendwo so. Und ach so, nein, wir sind jetzt noch in Paris. Okay, okay. Und jetzt kriegen wir laut der Beschreibung noch einen Schuh, den wir die ganze Zeit behalten sollten. Und da ist der Eiffelturm. Okay, den erkenne ich wieder, den erkenne ich wieder. Aber ups, jetzt startet dann schon der Umzug, ne? Und da haben wir auch den Schuh. Und dieses blöde Kommentar. Dieses blöde, dreckige Kommentar. Ich überlege mir, die Kommentare auszumachen. Aber, nee, ich will sie eigentlich schon beibehalten. Okay, wir sehen uns vielleicht danach nochmal. So, diesmal werde ich nicht umgebracht. Genau. Okay, jetzt ist trotzdem die Frage, wo ist der Schlüssel? Ich hoffe mal, ja, ich gehe mal davon aus, dass der auf dem Eiffelturm ist. Und vielleicht muss ich sogar innen rein. Ja, muss ich innen rein? Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ja, doch. Doch, da gehe ich mal rein, innen rein. Und ich bin ja auch noch groß, von daher passt das eigentlich. Hoffentlich. Mario hat so ein kleines bisschen Angst. Aber ja, tatsächlich. Und wir spritzen uns aus dem Eiffelturm heraus. Sehr gut. Und den Schuh nehmen wir natürlich mit. Ja, sehr schön, sehr schön. Sehr schön hier umgesetzt, den Eiffelturm. Jawohl. Und es gibt anscheinend auch noch einen Redcoin-Abschnitt. Alles klar. Und jetzt sind wir wohl auf der Autobahn. Genau. Und der französische Verkehr, der ist wirklich teilweise echt katastrophal. Zumindest was Kreisverkehre angeht, ne? Ich
glaube, die haben da, zumindest in Paris, so 5-6-spurige Kreisverkehre. Das ist schon ultra krass. Also, da würde ich nicht ganz gerne, da würde ich nicht so gerne fahren. Jawohl. Und ist hier noch ein One-Up? Nee, aber eine Coin. Oh, die hat er so mit einer normalen Münze angedeutet. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt, wie komme ich da an die Coin ran? Ja, mit einem Panzer. Mit einem Panzer. Und ich dachte schon, der verschwindet. Aber nein, zum Glück nicht. Und oh nein. Ah, okay. Der kommt immer wieder. Der kommt immer wieder. So, komm her. Komm her, Panzer. Und ja, ich glaube, da ist sogar ein Block, ne? Ich glaube, da ist sogar ein Block. Damit der Panzer da nicht weggeht. Und den Schuh wollte ich eigentlich behalten. Shit. Das ärgert mich jetzt, dass ich den Schuh nicht habe. Aber ich hoffe, ich krieg noch einen weiteren. Das wäre echt nice. Aber, mal gucken, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So, SpongeBob. Was? Warum SpongeBob? Ach so, okay. Ja, tatsächlich SpongeBob. Warum? Na egal, vielleicht ist diese französische Baumeisterin SpongeBob-Fan. Das ist jetzt der einzige Reim, den ich mir daraus machen kann. Aber egal, jetzt fahren wir auf jeden Fall in einem Geisterzug. Oh mein Gott, Mario hat ein bisschen Angst, aber er braucht sich eigentlich nicht zu fürchten. So, und jawohl, perfekt. Und noch mehr Geister kommen, aber den weichen wir ordentlich aus. Jawohl, jawohl. Und auch dir weichen wir aus. Auch wenn das knapp war. Okay, und jetzt müssen wir, denke ich mal, aussteigen. Jawohl, sehr gut, sehr gut. Und dann geht's hier weiter. Und wir kriegen noch eine Feuerblume, aber die brauchen wir nicht. Aber egal, es ist schön, dass wir auf jeden Fall eine haben. Okay, was kommt jetzt? So, jetzt sind wir... Home, home. Ah, okay, jetzt sind wir in Montauban, genau. Oder Montauban. Oder wie man das auch immer auf Französisch ausspricht, ne? Ich kann ja kein Französisch. Ich hatte auch nie Französisch in der Schule. Ich hatte Spanisch. Ist wesentlich einfacher zu lernen, finde ich. Genau. Zumindest, ja. Ja, doch, ist wesentlich einfacher. Ist wesentlich einfacher, ja. Meine Schwester hatte ja Französisch und die hatte damit so ultra große Probleme. Und auch mein Bruder hatte, glaube ich... Nee, ich glaube, der hatte Latein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, Spanisch ist die, denke ich mal, noch am einfachsten zu erlernbare Fremdsprache. Und den Schlüssel kriege ich sofort. Okay, und jetzt gehe ich aber nochmal hier hoch, weil ich glaube, wir sind schon am Ziel. Jawohl, jawohl, jawohl. Okay, gut, dann gehen wir hier rein. Und ins Ziel. Ja, war ein schönes Level. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und genau. Ich würde sagen, wir machen dann weiter mit dem nächsten Level. Bis gleich. Okay, und machen wir das Level von Tim noch. Und ja, das ist das erste Super Mario Bros. Level. Ja gut, okay. Ja, aber das ist ja eigentlich nichts Besonderes in Mario Maker mehr, ne? Und eigentlich können wir da ganz ordentlich durchrennen. Aber das will ich ja eigentlich auch nicht. Ich schaue, ob irgendwas anders ist. Aber wenn er mir schon in die Beschreibung schreibt, dass alles originalgetreu ist, gehe ich mal nicht davon aus, dass sich da großartig viel geändert hat. Und eigentlich kann ich da direkt ins Ziel gehen, oder? Eigentlich schon. Vielleicht gibt es noch eine Feuerblume irgendwo und... Nö. Und hier, ach, hier ist schon das Ziel. Okay. Habe ich mit der Röhre jetzt sehr viel geskippt, oder? Ja, anscheinend. Na gut. Alles klar, wir machen das nächste Level. Genau. Eins machen wir noch. Ja, machen wir noch das Level hier. Don't get hit. Und es ist ein Level, bei dem man nicht getroffen werden darf. Okay, und es ist anscheinend auch recht kurz. Anscheinend auch nur ein Screen. Und von daher ist das, denke ich mal, gut machbar. Allerdings, ja, wird hier sicherlich vieles mir in die Quere kommen, was mich zerstört. Und ich denke, den Pilz, den brauche ich auch, oder? Ja, den brauche ich bestimmt. Ja, okay. Oder brauche ich den? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber das werden wir gleich sehen. Wenn wir den brauchen, dann ist das auf jeden Fall deutlich schwieriger. So, und das Feuer, das warten wir mal ab. Und ich gucke schon mal in den Voraus. Aber, nö, es sieht nicht so aus, als ob wir den Pilz brauchen. Das wäre doch recht chillig. Und, oh, diese Stelle ist gemein. Diese Stelle ist gemein, aber jetzt habe ich die Gelegenheit. Genau, und hier unten bin ich hoffentlich safe. Ja, sehr gut. Und den Notenblock will ich eigentlich nicht aktivieren, aber egal, das passt schon, das passt schon. Und, ja und jetzt? Ja und jetzt? Wohin jetzt? Ja, ich habe den Parcours ja eigentlich geschafft, ne? Eigentlich schon. Und eigentlich muss ich da jetzt halt irgendwo durch. Aber ich sehe jetzt da keinen Weg, wenn ich ehrlich bin. Ja, irgendwo muss ein P-Switch rauskommen. Ah, vielleicht hier. Nee, da kommen nur Boohoos raus. Hä? Wohin muss ich dann hin? Bitteschön.
Wohin muss ich hin? Ne, da aus dem Notenblock kam ja auch nichts raus. Also eventuell ist irgendwo hier ein geheimer P-Switch versteckt, wo ich dann weiterkomme. Wobei das dann irgendwie, naja, nicht so cool wäre. Oder, ja, vielleicht ist über dem Twomp auch noch was. Genau, das würde nämlich bedeuten, dass ich mich auf jeden Fall einmal treffen lassen muss. Und ja, eventuell ist da was, aber irgendwie glaube ich es nicht. Aber wir gucken mal. So, ich hoffe, wir können nach oben sehen. Ja, können wir, aber da ist nichts. Nee. Also ich wüsste jetzt nicht, wo der MP-Switch ist. Ich guck mal in den Baukastenmodus. Und ja, aber ansonsten habe ich keine Ahnung, tut mir leid. So, auch im Baumeistermodus sehe ich jetzt keinen P-Switch. Das ist sehr, sehr, sehr strange hier. Also irgendwas ist ja hier. Irgendwo muss ja hier ein P-Switch sein oder so, dass man hier reinkommt. Aber ich habe jetzt halt alle Blöcke hier, ja, in Sicht, ne? Und da ist nichts. Und hier sind, denke ich mal, One-Ups, ja. Und Yoshi, okay. Gut, den wir nicht kriegen, oder? Ja, wir können ihn runterschubsen, alles klar. Aber hier ist kein P-Switch, und eine Bombe kommt hier auch nicht raus, ne? Nee. Okay, das ist sehr, sehr komisch. Eventuell ist dieses Power-Up hier gestackt, aber... Wie kann man das... Nee. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man das nachprüfen kann, aber... Selbst wenn, mit einer Feuerblume könnte ich ja auch nichts machen. Also ein sehr, sehr komisches Level auf jeden Fall. Aber ich bin bis hierher gekommen und ich finde, das reicht auch, ne? Irgendwo müsste ein P-Switch sein, ne? Oder ich übersehe jetzt irgendwas Offensichtliches. Aber ja, ich denke, das war's dann an dieser Stelle. Und ich würde auch sagen, das war's an dieser Stelle mit dem Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer BlueX2 und ciao!